liebe das Spiel Fluchtbasketball. Bereit zum Anpfiff? Los! Hey! Hat unser Flug Verspätung? Hast du auch die Bestie gehört? Joe, das funktioniert nicht. Ein Löwe? Ach nee, ich glaube, das ist ein Tiger. Der hat ja Streifen. Oh. Es funktioniert! Keine Schmerzen mehr. Oh, danke, mein Freund. Sieht so aus, als wäre ein Mastodon auf Joe gefallen. Und jetzt zerfällt Joe in Einzelteile. Der Mann hatte eine schwere Kindheit. Er ist zu heiß gebadet worden. Armer Mann. Und warum ist er hier? Die anderen Patienten in der Irrenanstalt haben sich beschwert. Piepmatz. Ich glaube, der kann uns ganz gut nützen. Bumm. Schöne Frau. Lass dich nicht ablenken. Mit deinem Körper und meinem Gehirn sind wir die Größten. Mein Freund. Siehst du dieses klitzekleine Tor da drüben? Das Tor ist auch dein Freund. Freund. Mein Freund. Hallo, du Schöne. Welcher Tiger gibt denn Pfötchen wie ein dressierter Hundepudel? Ei, ei, ei. Oh, so schön. Huhu, hey, komm her, komm zurück. Du sollst Mami? Zurückkommen, Das ist nicht seine Schuld. Er kann mit seiner Stärke nicht umgehen. Die Kosten wachsen mir über den Kopf. Schöne. Nicht böse. Ihn in einen Käfig zu sperren ist ungehörig. Das ist die einzige Zelle, die stark genug für ihn ist. Es fängt an zu regnen. Was machen wir jetzt? Na, wir brechen aus.
Nein, nicht! Hilfe, Hilfe! Jetzt mach doch was! Helft mir! Nein, nein, nicht! Nicht schießen! Nicht schießen! Aber Direktor, was sollen wir sonst machen? Helft mir, er schließt nicht! Hey, seht mal, was ich gefunden hab! Du Rindvieh, das hilft uns auch nicht weiter! Schöne! Bitte mach doch irgendwas! Monsieur, Sie misshandeln meinen Körper! Ich muss Ihnen sagen, dass mir das sehr missfällt! Ich hoffe sehr, Sie verzeihen mir mein kindisches und völlig inakzeptables Verhalten. Ich bin erfreut, dass Sie von Ihrer Krankheit kuriert sind, Baron. Eine Elektroschocktherapie ist doch hilfreich. Naja, also ich weiß nicht, Pete. Freund, mein Freund, bleib still, mein Freund! Mein Freund! Hallo, Freunde! Wir sind frei! Na, wer ist der König der Ausbrecher? Das war der erste gelungene Versuch. Halt die Klappe, du Idiot. Wenn du mal was anderes lesen würdest als Comics, würdest du es verstehen. Ja, richtig. Ich fliehe mit meinem Comic. Deine Fluchtpläne funktionieren ja sowieso nie. Oh, haltet mich auf, bevor ich ihn massakriere! Siehst du, hab ich doch gesagt. Klappe und lauf, Everett! In Frieden nicht kommen, ich durch das Weltall gereist sein. Wieso spricht denn der so komisch? Wow! Auf eine spezielle Mission, ich wurde geschickt. Diesen Planeten studieren ich muss. Alles klar, und verschwinden wir jetzt müssen. Es gibt Reispudding zum Frühstück! Wirklich? Wunderbar! Das ist also euer Komplize. Ihr werdet von Mal zu Mal besser. Aber wir kennen ihn gar nicht. Er ist ein Außerirdischer. Ja, das ist unser Komplize. Er ist ein guter Kumpel von mir. Schön, dann kommt ihr in dieselbe Zelle. Ist ja merkwürdig. Dieser Mann erinnert mich an jemanden. Dalton. Joe Dalton. Und du? Ratschni Krudeldi Kopfrutschni Buddy. Wir nennen dich George, das ist einfacher zu merken. So, und was führt dich hierher? Mission, ich geschickt wurde. Vergiss mal deine Mission. Ich habe eine bessere Idee. Ein Abenteuer, ein echtes Abenteuer. Wie viele Plätze hast du in deinem Raumschiff frei? In Frieden, ich komme. Ich durch das Weltall gereist sein. Der geht mir langsam auf die Nerven, wenn er immer dasselbe quatscht. Ich will nur dein Fluchtfahrzeug, kapische? Sollten wir nicht erst fragen, wie das Ding funktioniert, Joe? So, das war's. Ich mache eine kleine Führung und dann heben wir ab. Das ist die Spülung. Das Bett. Das Fenster. Tür. Wand. Und das ist eine Laune der Natur. Danke fürs Kompliment. Sehr nett von dir, kleines Zebra. Das Mädchen. Ich bin sicher, ich habe das Gesicht schon mal irgendwo gesehen. Okay, das war alles. Können wir gehen? Ein Problem es noch gibt. Ein Problem? Was für ein Problem? Gummibandmaschine kaputt gegangen sein. Averill, schlüpper her. Echtes Abenteuer beginnen kann. Ja, aber unseren Plan wir etwas ändern.
Weiß jemand, wie man das Ding fliegt? Das ist echt lustig, George. Wir hätten dich beinahe vergessen. Sag mal, wie fliegt man dein Flugdingens eigentlich? Den Zelebralempfängerhelm du tragen musst, denken du musst, dann das Raumschiff du fliegen wirst. Der Zelebralempfängerhelm das hier ist, so du ihn aufsetzen musst. Ja, na, das ist doch ein Kinderspiel. Oh, meine Hand ist schon wieder ausgerutscht. Tut mir leid. Los, denk nach. Es funktioniert. Superhirn nein, Langfinger nein, Georgie auch nicht, Feuermax. Ich wusste es. Der verrückte Roswell. Ein Verrückter, der aus der Anstalt geflohen ist. Er baut verrückte Maschinen und glaubt, er kann sie mit Hilfe seiner Gedanken fliegen lassen. 12 Insassen sind mit seinen Prototypen umgekommen. Er gehört in die Irrenanstalt. Wir müssen ihn zurückbringen, bevor hier was in die Luft fliegt. Zu spät! Ah, nein! Die Toten fliehen! Alarmstufe rot! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Wir haben ihn im Spind gefunden. In Frieden, ich komme. Durchs Weltall gereist ich sein. Hör auf rumzulabern, verrückter Roswell. Du bist aufgeflogen. Wenn du ein Alien bist, dann bin ich ein Balletttänzer. In Frieden, ich komme. Durchs Weltall gereist ich sein. Tja, er muss uns helfen, die Daltons zurückzubringen. Wir fliegen zurück! Jungs, ich brauche hier mal eure Hilfe! Denkt intensiv! Los! Intensiver! Jungs, 4 Hirne sind besser als 3. Averill, bitte denk nie wieder. Nie wieder. Hast du verstanden? Ich habe ein Mittel gegen die Krise gefunden, und zwar Tourismus. Ideal wäre ein Sessellift, der die Touristen auf eine Tour durchs Gefängnis führt. Und der Höhepunkt der Führung ist ein Besuch in der Zelle der Gebrüder Dalton. Entschuldigung, aber die Gefangenen sind doch keine Zooaffen. Manchmal bin ich mir da nicht so sicher. Das erfordert natürlich die Mitarbeit aller Beteiligten. Das Rezept für einen erfolgreichen Tourismus ist Lächeln. Käse. Perfekt, perfekt. Ja, positives Denken. Ah, ein riesiger Riesenwurm. Wo ist sein Kopf? Ich will ihn beißen. So, Sie wollen uns also ausstellen? Das werden Sie noch bereuen. Averill, hast du noch das Schießeisen aus Seife? Ja, hab's kaum benutzt. Unsere ersten Touristen. Aber denk daran, lächeln. Ich wurde von einem Gartenzwerg getreten. Julius, benimm dich. Lassen Sie ihn, er ist doch noch ein Kind. Dämlicher Bengel. Lächeln. Wenn Sie mir jetzt bitte folgen würden. Vergessen Sie nicht unseren Reiseführer. Und füttern Sie die Gefangenen nicht mit Erdnüssen.
Ein Gefangener zerbricht 50 große Steine am Tag. Also ich finde das ganz unglaublich. Mein Sohn, da siehst du, wo es hinführt, wenn man sich nicht an die Gesetze hält. Lächeln. Autsch. Untersteh dich, Buck. Lächeln. Piet, lächeln. Sieh doch mal, Schatz, eine Dampfbügelmaschine. Davon habe ich immer geträumt. Ja, richtig, richtig. Wie geht's weiter? Nicht hin, Julie. Das Gefängnis ist mit einer einzigartigen Hygienetechnologie ausgerüstet. Jeden Tag bereitet ein französischer Koch über 100 Mahlzeiten, die sowohl gesund als auch schmackhaft sind. Und jetzt die Zelle des größten Banditen im Wilden Westen, Joe Dalton. Aber ich bin ein sehr bescheidener Mann. Ha, der Zwerg ist ja noch kleiner als mein Rucksack. Endstation, sofort alle Mann aussteigen! Ach komm schon, dein Revolver ist doch gar nicht... Aua! Julius, manchmal muss man einfach auf die Erwachsenen hören. Selbst wenn sie Gartenzwerg groß sind. Nein! Du bist der Vater. Kau nicht Kaugummi. Das gehört sich nicht für einen Vater. Hört euch das an. Das Hauptgebäude ist von einer 1 Kilometer langen, unüberwindlichen Mauer umgeben, steht hier drin. Unüberwindlich? Von wegen. Alles klar? Gab's keine Probleme mit den Daltons? Überhaupt nicht. Aua! Halt die Klappe, Julius. Ja, aber du... Sprich nicht so mit deinem Vater. Benimm dich anständig, mein kleiner Hosenscheißer. Bin Angst, Joe? Nein, hab ich nicht. Ich will bloß nicht runtersehen. Na, warte, du Riesenwurm. Au, dieser Riesenwurm hat aber einen harten Pelz. Oh, Mann. Ja! Was ist denn los? Lass die Augen zuschauen, das ist besser für dich. Ich will aber noch nicht sterben. Riecht gut, was ist das? Ich höre Musik. Hey, was läuft denn hier? Das ist ja wie eine Achterbahnfahrt auf einem Rummel. Quack, quack. Wieso denn Quack, Quack? Wo sind wir? Na, meine Freunde, wie war denn die Tour? Toll! Können wir gleich nochmal fahren? Eigentlich wollen wir lieber gehen. Lächeln. Zu schade, dass Sie unseren neuen Gast nicht begrüßen können. Beste Grüße an die Frau Mutter. Juhu, wir sind frei! Hallo, Milady. Heiße Schnecke. Mr. Peabody, nehme ich an. Dr. Jeff Kill, Gehirnspezialist.
Dr. Kiel ist heute bei uns, um seinen Antikriminalitätsimpfstoff auszuprobieren. Und das soll helfen? Das geht dich überhaupt nicht an, klar? Ich habe herausgefunden, dass das Laster ein Virus ist. Ach, der zu tierischen Verhaltensweisen führt. Und die Gehirnzellen verändert. Geht es Ihnen gut, Doktor? Ich habe mich infiziert, als ich das Verbrechensvirus studiert habe. Aber ich denke, dass ich die Nebeneffekte im Griff habe. Nun sehen Sie, es ist so, das kriminelle Gehirn ist im sogenannten Nussareal beschädigt. Also im vorderen Stirnlappen, dem Zentrum für Moral. Der neue Schlachter hat recht. Die Rippchen sind der beste Teil. Nur ein Tropfen meines Impfstoffes genügt, um eine gesunde Zelle zu infizieren. Und so aus einem guten, anständigen Gehirn ein durchgeknalltes zu machen. Ein durchgeknalltes Gehirn? Na, da geht mir doch gleich wieder ein Licht auf. Wir klauen das Virus vom Doktor, lassen alle davon trinken und wenn alle völlig verrückt sind, dann können wir abhauen. Jeder, der sich als Freiwilliger für dieses Experiment zur Verfügung stellt, tritt einen Schritt nach vorn. Ich möchte es gern mal ausprobieren. Was ist das für ein Parfüm? Danke sehr, mein Lieber. Du Hohlkopf! Möchten Sie etwas Milch zu der Tinktur? Sobald ich wieder frei bin, kümmere ich mich um dich, Joe Dalton. Oh, ich mach Hackfleisch aus dir, Joe Dalton. Oh, was passiert mit mir? Der Effekt setzt ein. Ich gebe ihm eine stärkere Dosis. Vergessen wir unsere Differenzen, Bruder. Kriegst einen großen Schmatzer. Hast du einen Vollschuss? Ich hab's gerockt, ja! Ein überzeugendes Experiment. Etwas von der Lösung für alle. Und wir beginnen mit Joe. Na, wer wird gleich ein netter, braver Junge sein, hä, Joe Dalton? Rühr mich an und ich mach dich fix und fertig. Gar nicht mal schlecht. Würde mit Sojasauce besser schmecken. Ich möchte aber kein netter Mensch werden. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, ich möchte nicht. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, ich möchte nicht. Er hat eine hohe Dosis des Virus getrunken. Das ist ja der Hammer. Armer Freund. Befrei dein Herz von der Dunkelheit, mein Bruder. Knutscher. Jack, William, kommt, bindet mich los. Er hat die Schlüssel! Super, Avril. So, und jetzt gib sie mir. Los! Hast du was gesagt, du Zwerg? Dachshunde sind gute Hunde, aber sie haben ein starkes Temperament. Aber er zerstört unser Gefängnis. Ich sollte mit einer stärkeren Dosis beginnen. Wir müssen ihn einfangen. Schnell! So, und was jetzt, Joe? Plan B. Wir werden das Tor einfach mit einer Explosion aufbrechen. Was ist mit Avril? Wir kommen wieder zurück, wenn er geheilt ist. 10-1, dass wir nichts spüren werden. Wette gilt! Los, ab geht's! Das waren jetzt alle Flaschen, Joe. Es ist keine mehr übrig. Hopp! Und jetzt nichts wie weg, bevor das Ding in die Luft geht. Träum was Süßes, Doc.
Deine Suppe schmeckt ziemlich gut. Du meine Güte, die Anzeige ist im Roten. Das Ding wird explodieren. Das ist... total abgefahren! Ich schicke, sobald wie es geht, ein paar Flaschen von der Gutmenschenlösung. Passen Sie gut auf ihn auf. Hallo, meine Dame. Brauchen Sie Hilfe, Miss Betty? Oh, danke, Avril. Das ist sehr nett von dir. Ich blase dir das Gehirn aus dem Leib. Joe, das ist gemein. Sowas machen nur böse Menschen. Pass auf, ich werde dir gleich wehtun. Aber Joe, sowas macht man doch nicht. Mann, diese Bernardiner sind vielleicht verspielt.